Ich muss wirklich zugeben, diese schnelle Erholung überrascht mich. Wir haben alles versucht. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Den Willen eines Subjekts zu brechen und das Gedächtnis zu löschen, ist schwierig und schmerzhaft. Das ist ein recht kleiner Preis. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Du musstest zum sowjetischen Bunker. Zum sowjetischen Bunker. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Wir haben eine Mission. Wir kennen uns seit Jahren. Haben zusammen gekämpft, geblutet und gemeinsam in Vietnam die Hölle erlebt. Wir haben eine Mission. Wo das Training abgeschlossen ist, braucht das Objekt nur noch einen Namen. Ja. Und jetzt wird langsam Schuh raus. Er kommt zu sich. Bell, keine Spielchen mehr. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? Du bist verwirrt, Bell. Wir erklären dir später alles. Jetzt müssen wir einander helfen. Wo ist Perseus? Sag es uns, Bell. Darum geht's bei dieser beschissenen Sache. Bell. Du warst einer von Perseus' Agenten. Sein Partner Arashka Divar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Ah, ich war einer in dem... im Jeep. Wenn das Flugzeug Trabzon verlässt, macht es halt in Duga. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Volkov in Berlin. Von da aus fliegen wir nach Solowetski. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Sims und ich wollten, dass du CIA bist. Du hast dich weniger gewehrt, als wir dachten. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Atlas-Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Nein, schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich
lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Genug, um uns hierher zu bringen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Mission. Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt. Bell, im Moment wirst du uns vermutlich hassen, was wir getan haben. Du musst verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Was du jetzt tust, hat nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, gab es viele schon in den 80ern? Der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Ich meine wegen dem Logo also auf dem Ärmel. Wo ist Perseus? Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Das ist deine Chance, zu bestimmen, wer du wirklich bist. Wo ist Perseus? Sichere Entfernung in Solovetsky. Sims, hol mir Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon. Du gehörst zu uns. Ich hoffe, wir müssen Bell nicht in Black Ops 6 spielen. Also ich würde ihm wirklich nach dieser ganzen Nummer einfach wünschen, so Feierabend für ihn. Ciao. Perseus, die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Unsere Art zu leben vor großem Unheil zu bewahren. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. In nur wenigen Stunden kann Perseus Atombomben in allen Großstädten Europas zünden. Wir werden tun, was nötig ist. Manche von uns werden Grenzen überschreiten, damit es diese Grenzen morgen noch gibt. Niemand wird uns Helden oder Schurken nennen. Niemand wird uns kennen.